Bis jetzt haben wir nur Wahrscheinlichkeiten für einzelne Ergebnisse aus dem Wahrscheinlichkeitsraum berechnet. Nun soll es darum gehen, Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Ereignissen zu berechnen und dazu eine Formel aufzustellen. Bei diesem Modell, was wir aufgestellt haben, interessiert man sich eigentlich vor allem für die Anzahl an Treffern. Also beispielsweise genau 5 Treffer. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr als einen Treffer habe? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich weniger als 7 Treffer habe? Dazu lohnt es sich, wenn wir eine Zufallsgröße einführen. So wie wir sie in der letzten Veranstaltung kennengelernt haben. Und wir sagen jetzt mal, die Zufallsgröße x soll gerade die Anzahl der Treffer bestimmen. Unser Ziel ist jetzt eine Berechnungsformel für die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgröße den Wert k annimmt. Dabei kann der Wert k zwischen 0 und n liegen, je nachdem, wie lang eben die Bernoulli-Kette ist. Außerdem, wenn wir schon eine Zufallsgröße ausgerechnet haben, können wir uns überlegen, wie denn der Erwartungswert, die Varianz und die Standardabweichung in dieser Zufallsgröße aussehen. Und auf dieser Grundlage können wir uns dann schließlich auch noch das Histogramm dieser Zufallsgröße anschauen und das analysieren. Wir beginnen wie gewohnt mit einem Beispiel, in dem wir die Vorerfahrungen aus dem letzten Abschnitt, insbesondere der Aufgabe 7.2, mitnehmen können. Wir würfeln 8-mal und betrachten die 6 als Treffer. Machen Sie sich zunächst einmal klar, dass wir dabei es wieder mit einer Bernoulli-Kette zu tun haben und überlegen Sie sich, wie wahrscheinlich es ist, dass ich in diesem Zufallsexperiment genau 2 Sechsen erhalte. Da die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich eine 6 würfel, sich mit jedem Würfeln nicht ändert, haben wir es mit einer Bernoulli-Kette zu tun. Diese hat die Länge 8 und wir haben die Erfolgswahrscheinlichkeit von 1/6. Ein günstiges Ergebnis wäre daher beispielsweise eine 6, noch eine 6 und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Werte, in denen ich keine 6 würfel. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ergebnis läge mit den Überlegungen aus dem vorangegangenen Kapitel bei 1/6 hoch 2 mal 5/6 hoch 6. Jetzt können wir die Anzahl an Möglichkeiten ausrechnen, mit der wir in diesen 8 Würfeln 2 Sechsen erhalten. Und das haben wir bereits uns im Vorfeld überlegt. Das wäre gerade 8 über 2, sprich 28 Möglichkeiten. Das heißt, das von uns hier oben beschriebene Ereignis A, bezeichnen wir das hier auch mal mit A, hätte gerade die Wahrscheinlichkeit 8 über 2 mal 1/6 hoch 2 mal 5/6 hoch 6 und das würde ungefähr 26% ausmachen. Das können wir direkt auf den allgemeinen Fall für eine Bernoulli-Kette der Länge n und eine Trefferzahl der Größe k übertragen. Und das führt uns zur sogenannten Bernoulli-Formel. Wir haben also eine Bernoulli-Kette der Länge n. Wir wissen, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist p, die dazugehörige Gegenwahrscheinlichkeit q. Dann gilt für die Zufallsgröße x, die die Anzahl der Treffer zählt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich genau k Treffer habe, n über k mal p hoch k mal q minus, hoch n minus k ist. Solche Zufallsgrößen, wie wir sie hier bezeichnet haben, nennen wir binomial verteilt. Und die beiden Parameter n und p werden folgendermaßen notiert. Das b steht für binomial verteilt mit einer Kette der Länge n und einer Erfolgswahrscheinlichkeit von p. Der Name binomial verteilt kommt logischerweise daher, dass wir in dieser Formel mit dem Binomialkoeffizienten arbeiten.